Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Let's Build. Ne, Minecraft Mittelalter. Oh mein Gott, Minecraft Mittelalter meine ich natürlich. Ja, ich bin mal hier schön auf der Map. Wir haben es schon ein bisschen später am Abend. Ich habe heute Mittag mit ein paar Leuten gespielt und ich wollte mal ein kleines Update geben. Mal schauen oder euch präsentieren, was wir so alles Neues gebaut haben oder was die anderen so Neues gebaut haben. Tun können sollten. Ja, geiles Deutsch auf jeden Fall. Checken wir erstmal ein paar Sachen ab. Hier hinten sehe ich auf jeden Fall schon mal was. Hier wird schon mal eine Burg hingesetzt. Ja, es waren noch einige neue Leute. Da hat er schon mal einen Namen dran geschrieben. Ach, guck mal, da steht doch was. Wunderbar. Ach, von Dynamo. Hey, Dynamo Dresden. Diese Flaggen. Die verstehe ich noch nicht richtig, die Flaggen. Sind das irgendwelche Symbole oder Logos? Ah, ich komme da noch nicht ganz so hinter. Ist mein Aufnahmeknopf gedrückt? Ah ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist hier so eine kleine Burg. Ich musste ihn kurz warnen, weil hier das Grundstück vom V-Rex ist. Seht ihr da? Da ist ja sein Grundstück. Hat er mit diesen Balken abgegrenzt. Ich glaube, das V-Rex kann es auch noch sein, dass das hier so eine Abgrenzung ist, die drei Balken hier unten. Das gehört ja auch noch dir. Ah, es sieht aus wie eine Abgrenzung, ne? Wie eine Mauer, ja? Dann ist der haarscharf dein Nachbar anscheinend. Deswegen, Leute, grenzt eure Grundstücke gut sichtbar ab hier. Sonst habt ihr auf jeden Fall Probleme mit den Nachbarn. Die hängen dann auf eurem Grundstück ab, ne? So, ich guck mal ein bisschen hier, was hier so Sache ist. Was? Mine und Schätze? Ja, das ist natürlich was für mich hier. Ah, okay. Hier muss noch weitergemacht werden. Ich habe auf jeden Fall den ekligen Blutklops Block in meiner Hand. Den nehme ich mal weg hier, weil ich habe ein paar brutale Sachen in meiner Burg gebaut. Haha, das werde ich euch auch noch präsentieren. Mal schauen, ob wir es heute schaffen. Okay, das ist eine kleine, einfache Burg, die ist noch nicht fertig. Ich muss mal gucken. Guck mal, da hinten sehe ich auf jeden Fall schon mal einen roten Balken. Da fliegen wir mal hin. Haben wir denn noch irgendwas hier in der Nähe? Ja, wie gesagt, viele Leute hier haben hier gebaut. Guck mal, das hier, oh, Pixel Robin, das sieht auch sehr. Wie soll man das nennen? Es ist noch nicht fertig. Sonst hätte ich gesagt, das sieht abrissbereit aus. Aber ich bin mal gespannt, was es wird. Auf jeden Fall sagt er, hier wäre eine Uhr drinne. Wo ist denn hier die Uhr? Ach hier, genau, diese Uhr. Ich habe das gar nicht erkannt als Uhr, aber doch, wenn man so sieht hier, ja. Eine Uhr, eine Clock. Ja, nice. So, da hinten ist der rote Balken. Ich fliege jetzt erstmal dahin. Was soll das denn hier sein für ein Häuschen? Erstmal schauen, von wem das ist überhaupt. Mattas Haus. Mattas. Der Name sagt mir gerade nichts. Wir machen erstmal den Balken weg. Ist das eine Abkürzung vom Nicknamen? Mattas. Patatafritas. Patatafritas. So, machen wir erstmal den Block weg hier, wie gesagt. So, zack, genau. Ja, ein kleines Grundstück mit vielen Blumen. Das ist ein kleiner Blumenfreund hier. Eine kleine Tulpe. Gehen wir mal rein hier. Ach, so wohnt. Ach, wer war denn das nochmal? Das habe ich mir doch schon mal angeguckt. Jemand, der zum ersten Mal auf der Map war. Okay, dann hieß er, glaube ich, Mattas. Das kann sein. Ja, Leute, ich nehme so viele FAs an. Da komme ich schon mal durcheinander. Wenn ich mal online gehe, dann nehme ich da gleich, keine Ahnung, im Schnitt 6, 7, 8 FAs an. Ja, klein, aber fein. Ich glaube, das war einer, der sagte, er konnte nicht so gut mittelalterlich bauen, wenn das so war. In dem Fall ist es aber doch ganz gut gelungen. Was haben wir denn hier draußen noch? Einmal kurz schon. Ach, ein Brunnen. Kein Swimmingpool. Wir sind hier ja nicht immer in City. Okay. Schön. Schön, Matas. Patata fritas. So, genau, mein Thron. Hier haben sich auch wieder viele Leute verewigt. Wir können ja mal schauen. Hier sind so die letzten, die sich verewigt haben hier. Ah, Player Ogdai. Ah, bist auch schon lange da. Ah, Abraham, okay. Ich kann es ja mal so zeigen. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr da drauf seid. Ich fahre einfach mal so rum. Könnt ihr mal schauen. Ich stelle so lange meine Musik an. So, auf jeden Fall, das waren eine Menge Leute. Ja, hier, Mr. Fox hat kein Schwert mehr. Das dürfte euch auch aufgefallen sein. So, ich fliege mal weiter ein wenig. Ja, ich bin ein bisschen am Überlegen, weil hier so viele Sachen entstanden sind. Ziro, weil ich weiß nicht genau, was das werden soll hier für eine Raketenabschussbasis.
Vielleicht musst du dann noch weiterbauen. Dann ist das eine Erinnerung an dich von mir. So, fliegen wir mal erstmal weiter. Was war das denn? Ach, so ein Haus. Hey, da steht ein Haus. Was ist das denn? Ach, genau, hier. Die Burg von Theo, die ist auch endlich mal fertig. Nach 2 Millionen Stunden. Die können wir auch heute mal dran nehmen. Stimmt, da war ich ja schon ewig nicht mehr dran. Ne? Werden wir erstmal diesen dezenten kleinen Balken hier abreißen. So, so, so. Ja, wie gesagt, heute Mittag habe ich mit vielen anderen... Oder mal gerade Schild. Mit vielen anderen neuen Leuten auch gespielt. Neue Leute waren hier drauf. Es kommt ja schon mal vor. Ich wechsle ja immer. Nicht, dass immer nur dieselben spielen. Ich gebe auch anderen Leuten eine Chance. Wenn sie sich benehmen, wenn sie nett sind, ne? Das ist natürlich Voraussetzung. So. Was haben wir denn hier stehen? Lass mich raten, Theo. Theo. Willkommen. Danke. Danke, Theo. Ach du Scheiße, warum sind hier so viele Schilder? Was steht hier? Was? Geheimsaal. Ah, cool. Marktplatz und Arena. Ich werde bestimmt hier irgendwas vergessen, so groß wie das hier ist. Ich laufe mal hier entlang. Ach so, das scheint richtig zu sein. Was ist das? Geheimsaal. Marktplatz. Okay, bleiben wir erstmal oberirdisch. Wir sind ja noch kein Maulwurf. Ist das richtig, dass hier ein Block steht? Ich habe den mal entfernt. Ich glaube, das sah nicht so richtig aus. Oh, Griefer! Griefer! Ja, klar. Ey, ich Arena. Ach, guck mal, hier geht's zur Arena. Oh Gott, ob ich da rein will, das weiß ich nicht. Hm, na Freunde, wie geht's euch? Ne? Habt dann Twix geklaut und dann Snickers? Ah, okay. Alles klar, ihr solltet nicht klauen, ne? Na? Alles klar, Meister Yoda? Was geht ab hier? Na, Luke Skywalker, auch alles gut? Ah, Prinzessin Amidala, sie haben keine Zähne? Oh, und ein Bart? Na, wie geht's dir, Pflaum August? Alles klar bei dir? Ja, okay, gut. Hey, Harry, was geht ab bei dir? Harry, hast deine Augen verloren? Okay, wen haben wir denn hier? Hey, Martha Quadrata. Oh, sie sollten nichts mehr essen. Sie gehen in die Breite. Okay, Kuchen. Oh, lecker. Ja, ach, guten Tag, Herr Screenfun. Was machen Sie denn hier? Ja, hängen Sie hier ab? Alles klar, viel Spaß beim Abhängen. Der hat irgendwie Mundstarre. Der Mund bewegt sich gar nicht mehr. Wow, fette Guillotine. Chuck ist der Kopf ab. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal in die Arena hier. Okay, kann man sich seine Rüstung schmieden. Apropos Rüstung, das wollte ich ja gesagt haben. Guck mal, ich habe eine Kettenrüstung hier. Ich bin jetzt der Kettenjunge hier. Yeah. Mr. Fox, die Kette. Mich nennt man nur noch die Kette. So, okay, hier ist eine Kampfarena. Okay. Wo ist denn mein Publikum? Ich bin das gewohnt, dass ich Publikum habe, wenn ich kämpfe. Okay, nein, ihr reicht mir auf YouTube, dass ihr zuschaut. Das passt auf jeden Fall schon. Hashtag beste Community. Hier war doch noch was. Ach ja, Geheimsaal, ne? Geheimsaal. Heute habe ich es aber mit meinem Aufnahmeknopf. Ich schaue ständig mal, ob ich den wirklich gedrückt habe. Aber es sieht gut aus. Hier, Geheimsaal. Ja, jetzt ist er nicht mehr geheim. Jetzt kennt den ganzen YouTube. So. Ja. Ja, nehmt euch Zeit, wenn ihr runterfahrt. Ja, ja. Es wird eine lange Reise ins Nichts. Ja, ja. Nehmt euch den Proviant mit. Ja, ja. Kein Problem. Sieht das aus, als wären wir jetzt da? Ah, ne, nur nicht ganz. Okay. Geheimsaal. Ja, man sieht schon, der kleine Theo. Theo, der kleine Nachbauer. Er hat viel von mir nachgebaut. Das sieht man auch schon direkt. Hier auch. Ein Essenssaal hat er auch direkt mal nachgebaut. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn für ein Raum? Ach, was steht denn da? Sollte vielleicht mal lesen, ne? Chaosflur, saftige Melone, Arasul, Enderman, Screenfun. Ach so, das sind die Abonnentenzahlen. Ich dachte gerade, was steht denn da? Oh, da sieht man mal, wie alt das ist. Ich habe ja schon fast 1000 mehr. Ja, ungefähr, ne? Okay. Ja, cool. Ich bin auf jeden Fall der Torte, freut mich. So, gehen wir mal weiter. Guck mal, hier sind 3 Screenfans auf jeden Fall schon mal. Tortenschlacht. War da noch was? Nee. Okay, das sind so die heiligen Hallen ungefähr.
sollen das, glaube ich, sein. Da frage ich mich, warum ich hier bin. Oh, der war schlecht. Der war richtig schlecht, Mister. Privat. Oh, darf ich überhaupt reingehen? Ja, komm. Es sieht ja keiner. Sollte das nicht sein echtes Zimmer sein? Hat er mir das nicht mal erzählt, dass das dein Real-Zimmer ist? Okay, du schläfst neben zwei Quarzblöcken. Okay. Du hast einen Stuhl im Zimmer. Du hast einen Tisch. Du hast noch einen Stuhl im Zimmer. Du hast noch einen Stuhl im Zimmer. Du hast einen riesengroßen Fernseher. Und ich denke mal, du hast ein Aquarium. Das soll bestimmt ein Aquarium sein, ne? Ja, ich denke mal schon. Ich weiß es auch nicht. Okay. Dann gehen wir mal aus deinem privaten Zimmer raus. Nicht, dass wir noch eine Unterhose finden, die gebraucht worden ist. So, war das jetzt alles hier unten? Oder habe ich mich jetzt verlaufen? Ne, das war alles, ne? Genau, der Essenssaal und kamen wir jetzt hierher? Ja, tatsächlich. Das ist so ein bisschen versteckt hier, ne? What? Komm schon. Ey. Ja, okay, Leute. So, nehmt euch Zeit. Ihr könnt auch vorspulen, wenn euch das hier zu lange dauert. Boah, schreibt doch mal bitte in die Kommentare Hashtag lange Leiter. Dann ist auf jeden Fall das hier gemeint. Das gibt ja hier, hört ja gar nicht auf hier. What? Oh, ich sehe Tageslicht. Endlich, da freut sich doch der Vampir. Ja, genau, hier muss ich weiter, ne? Ja, ich habe momentan ein bisschen Gehirnaussetzer. Okay, Arena waren wir. Marktplatz waren wir. Geheimsaal waren wir. Hier haben wir doch noch was. Was geht hier denn ab? Gefängnis. Ja, da gehöre ich auf jeden Fall rein. Was haben wir denn? Ist das richtig so? Gefängnis. Aber hier ist auch noch was, ne? Ich glaube, hier kommt man zu den Türmen, ne? In den Türmen kann man Türmen. Hey, German. Hey, I'm German. I'm German, yeah? I'm a good player. I'm a good let's player. Yeah, German. I play Minecraft. I play Pokémon Go. Alles gut, Micha. Ich lasse dich noch im Gefängnis, ne? Bis du das nächste Lied kannst, mein kleiner Freund. Alter, ist ja gar nichts. Das ist ja wie in Polen. Ist alles weg hier. Nein, Spaß, Leute. Spaß, Leute. Ja, das war's anscheinend. Ich glaube, ich kann sogar fast schneller hier so reinfliegen. Dann bin ich wieder da, wo ich hin wollte. Einmal die Abkürzung genommen. Hier ist das Gefängnis. Ja, dann gucken wir doch mal. Oh. Hashtag lange Leiter. Du bist so schön aus Holz. Du bist so lang wie ein Nudelholz. Du gibst nicht auf wie ein Baumstamm. Du bist so heiß und brennst wie Amazonenholz. Oh Gott, ey, das sieht aber cool aus mit diesen Ritzen, mit diesen Löchern hier alles drin in dem Boden. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee, Wladimir. Hast du gut gemacht, Wladimir. Gefängniszellen, okay. Das sieht so aus, als wollten hier schon ein paar Leute ausbrechen. Ihr Prison Break in Real Life. Okay, nice. Ja, einfache Gefängnisse halt, ne? Einfache Gefängnisse. Ich lauf die Leiter immer hoch. Morgens oder abends bin ich doof. Mittags weiß ich es nicht ganz genau. Denn da schaue ich Screen von Diddlydow. Oh Mann, ey. Leute, was sind das für lange Wege hier? So, was haben wir denn hier noch? Bevor ich in diesen großen Klops hier reingehe. Ich fliege erstmal mal rum hier mit meiner Fackel. Es ist ja dunkel hier draußen. Ich habe immer Angst. Ich brauche immer eine Fackel in der Hand. Was war denn da gerade für... Achso, das war ein Fenster. Jetzt verschluck ich mich schon an meine eigene Spucke, ey. Der erste Let's Player, der stirbt. Live in der Aufnahme. Rip Screen Fun in der Haus. Okay, was haben wir denn hier? Oh, was findet hier ein Gottesdienst statt? Oder sind das... Ist das ein Konzertsaal von mir? Ach, hier ist ein Thron. Okay, mit einem dezenten Geheimgang hier an der Ecke, glaube ich. Was ist denn hier hinter? Oh, hier ist auch noch ein großer Raum. Gefüllt mit Luft und mehr auch nicht. Was haben wir denn hier?
Auch viel Platz. Meine Güte, du kannst ja richtige Leute beherbergen hier. Oh, jetzt bleibe ich hier hängen. Hey, was ist los hier, Herbert? Ich hab ja. Oh, ein Blumenparadies. Willkommen, liebe Elfe. Schnapp dir eine Blume und leg dich ins Bett. Ach, das wäre eine Tour. Ich bin schon ganz benebelt von den ganzen Blumen hier. Ach, hier geht's hoch. Immer hinauf, die Leiter hinauf. Was haben wir hier? Oh, wieder ein Raum voller Luft. Oh, der hat zu viel Luft zu verschenken. Boah, Theo, ey, krass. Ich kaufe dir ein bisschen Luft ab hier. Ich tausche Luft gegen dreckige Luft, die aus meiner Unterplinte kommt. Schlechter Deal, ich weiß auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ciro? Ciro, wohnst du hier? Oh, das haben wir einen großen Tisch hier. Okay. Oh, ein schön eingefasstes Bett hier. Ja toll, jetzt muss ich hier erstmal mich komplett wieder rausarbeiten, ne? Ah, jetzt kommt wieder Hashtag die lange Leiter oder was? Ah ja. Von oben nach unten ist das ein langer Weg. Der Screen Fun beeilt sich, damit noch etwas geht. Ach, hier geht's raus. Okay. War doch hier noch irgendwas? Ich hatte doch hier war noch eine Leiter, stimmt. Kannst du mal hochgehen? Achso, ich muss jetzt mal hochjumpen. Was gibt's denn überhaupt hier was? Auch so ein riesen Essenstisch. Ey, man könnte denken, dass wir. Hier ist auch ein Thron? Ey, wie viele Könige wohnen denn hier? Bitte schön. Ich habe gerade gedacht, wir haben im Kreis gelaufen. Ist ja wieder ein Thron. Jetzt lass mich raten, hier ist wieder ein Thron, ne? Oh ne, hier ist wie so eine Art Küche, ne? Oh, sehr riesig hier auf jeden Fall. Meine Güte. Boah, was hast du denn bitte schön hier für eine Fläche? Hier kannst du ja ganzes Fußballstadion reinbauen. Ja, auf jeden Fall hast du viele Rahmen verbaut. Da weiß ich ja demnächst, wenn wir Rahmen brauchen, wo ich welche herkriege. So. Und wo sind wir hier? Oh, wir sind irgendwo oben gelandet. Was sind das hier? Das sind Türme, ne? Oh, ne, auf jeden Turm kletter ich jetzt nicht drauf, weil ich habe hier genug Türme. Was haben wir denn hier noch in der Mitte? Ja, auch ein Raum voller Luft. Ein richtiges Luftschloss. Gut, schauen wir uns das Ganze doch mal von oben an. Viele Türme. Okay. Ich denke mal, da habe ich jetzt alles gezeigt, ne? Wenn ich was vergessen haben sollte, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann werde ich das nachholen. Ja, apropos nachholen. Ich werde mir jetzt das nächste Objekt holen, was ich vorstelle. Ich muss erstmal schauen, was gibt es denn hier so Schönes? Wo sind die roten Balken hier? Fliegen wir mal in diese Richtung. Ach ja, genau, es gibt ja ein Schiff von Octai noch. Hier. Da ein Schiff. Mit schön Proviant drinne. Also wenn ich abhaue hier aus dem Mittelalter, dann nehme ich auf jeden Fall das Schiff hier. Und fress mich voll. Oh, guck mal hier, ein kleiner Hund. Na, alles klar bei dir? Oh, kleiner Unterschlupf. Der passt so lange auf, dass hier nichts weggegessen wird. Boah. Fette Arche Noah auf jeden Fall. Ja, hier baut er ja auch. Ist noch nicht fertig. Aber zieht euch das mal rein. Also schon, das war einfach eine ganz grüne Insel. Und er hat das schön bebaut. Man sieht nichts mehr von grün. Also hat auch schön gemacht. Auch die Front hier finde ich ganz toll. Nicht so gleich alles. Oh, eine Brücke zum Festland. Cool. Und da hinten hat er noch ein Dings. Der Player Orkdai. Hat da noch ein Eiffelturm, wollte ich jetzt sagen. Und Fernsehturm hatte ich gerade auch noch im Kopf. Leute, helft mir. Ein Leuchtturm, genau das wollte ich sagen. Der leuchtet auch schön, seht ihr? Der war erst in Rot-Weiß, aber ich habe ihn nahegelegt, mal andere Farben zu benutzen, was mittelalterlich aussieht. Und ich finde doch, so kann man es stehen lassen. Da steht es schwarz auf braun, Leuchtturm von Player Octai. Auch ein sehr fleißiger Bauer. So. Ja.
Kennt ihr die neue Serie Bauer sucht Block auf RTL? Ja, das ist dann das hier. Deswegen, das ist dieses Format hier. Bauer sucht Block. Haben wir hier was drin? Oh ne, alles leer. Okay. Da geht es noch mal eins höher. Wow. Ja, hier werden wir gut geblendet. Okay. Schöne Aussicht auf jeden Fall. Ja, mit dieser schönen Aussicht, Leute, verlasse ich euch jetzt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Minecraft Mittelalter wieder. Vergesst nicht, Hashtag Leiter in die Kommentare zu knallen, weil das war echt eine lange Leiter und wir hatten lange Wege in dieser Burg. Ja, genau. Und liken nicht vergessen, ne? Kostet nichts. Macht uns alle froh. Und da sehe ich dann auch, dass euch es gefällt. So, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, egal was ihr macht, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.